Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotos TV. Mein Name ist Sebastian und du hast doch garantiert Werkzeugboxen zu Hause, wie zum Beispiel für so einen Akkuschrauber oder andere Elektrowerkzeuge. Was du aber dann machst, ist folgendes: Du nimmst das Ganze, vielleicht trägst es irgendwo hin, auf eine Baustelle, irgendwo in andere Räume und so weiter und so fort. Und was machst du? Handwerkzeug nimmst du immer irgendwie mit und hast es nicht passend schön auf deiner L-Box oben drauf gesteckt. Und genau deswegen haben wir jetzt folgendes: Wir haben passend zum L-Box-System Werkzeugboxen rausgebracht, drei verschiedene, und die schauen wir uns jetzt mal an. Und ich finde die Kompatibilität zu deinem Werkzeug enorm wichtig, weil du wirklich dir einen Turm bauen kannst, kannst es mitnehmen. Du hast alles in einem System. Ich persönlich mag das wirklich gerne. Und jetzt hast du zum Beispiel deinen Akkuschrauber, ja, mit Akku noch dran, steckst ihn dir hier in deinen Werkzeugkasten. Und du siehst jetzt hier, verbunden und funktioniert. Ja, einfach abbauen und weiter geht's. Und wir haben hier drei verschiedene Werkzeugkästen. Einmal hier das ganz große Set mit allem drum und dran für 229,99. Dann haben wir hier ein Set, ein Ratschen-Set für 129,99. Und das kleine, wir nennen es auch liebevoll unser Auszugsset, da kommen wir gleich nochmal dazu, für 59,99. Und kennst du das nicht auch? Du hast jede Menge Werkzeug, aber das ist alles in 1000 einzelkleinen Kästen irgendwo. Beziehungsweise du hast noch am besten noch einen Jute-Sack, da hast du alles Mögliche drin. Und du hast aber ein wunderschönes Werkzeug in einer L-Box zum Beispiel und anderen Systemen. Und dann fängst du an mit dem Rumpuzzeln. Und das nervt, ganz ehrlich, mich nervt das des Todes. Weil du hast dann eigentlich alles in einem schönen System und dann fällt dir dann das doch alles wieder irgendwie durcheinander. Und genau deswegen haben wir diese Werkzeugboxen uns ausgedacht und haben das Ganze in ein System gepackt. Ja? Hier im L-Box-System, hier auch mit der Mini-L-Box, die übrigens auch aufeinander stapelbar sind und so weiter und so fort. Du kennst es ja. Bitte schreib mal in die Kommentare, das würde uns sehr interessieren, in welchem Boxensystem würdest du gerne dein Werkzeug drin haben? Beziehungsweise auch vielleicht, welche Werkzeugzusammenstellung würde dich am meisten interessieren, wenn es nicht genau diese ist. Und jetzt fangen wir doch einfach mal an, ganz kurz mal hier reinzuschauen, welche Systeme haben wir denn. Und jetzt fangen wir mal mit der Auszugsbox an. Hier in dem Set haben wir erstmal eine kleine Rohrzange, dann haben wir hier eine Zange, dann haben wir hier eine Kombizange, die übrigens auch wunderbar hier natürlich reinpasst. Die ist schön hier drin und auch wirklich ordentlich. Schau mal hier, da fällt auch nichts raus. Das ist ein riesengutes Thema, weil bei vielen Werkzeugkästen würde jetzt schon die Hälfte rausfallen. Super Inlet. Dann haben wir hier entsprechend einen Bitsatz mit dabei, von Schlitz, Kreuz, Torx, alles mit dabei. Dann haben wir hier natürlich auch einen passenden Bithalter, der den Bit auch entsprechend wirklich festhält. Hier den Schraubendreher, der dazu da ist, wenn du es nicht mit dem Akkuschrauber machst, mal mit der Hand machen möchtest. Dann haben wir hier passende Nüsse von 4 bis 13 auch dabei und eine qualitativ wirklich hochwertige Ratsche. Es sind zwar Kleinigkeiten, aber so eine Ratsche ist schon ein kleines Stück Hightech, weil erst einmal, du hast hier nicht einfach nur eine Ratsche, sondern die ist hier etwas hochgebogen, damit du ein bisschen bessere Ergonomie hast und nicht hier unten im Material dann rumschrabbelst. Also kennst du das, dass du die Ratsche eigentlich nur so anfassen kannst und arbeiten? Nummer eins. Nummer zwei ist folgendes: Es gibt hier, dass du die Nuss nimmst, Moment, ich nehme jetzt mal eine Nuss hier raus, dass du die Nuss nimmst und fummelst sie da irgendwie raus, weil es hier mit der Kugel befestigt ist und dann willst du irgendwie auseinandernehmen. Hier hast du diesen Knopf, hier drückst du einfach nur drauf, du drückst auf, einfach reinnehmen, fest, ja, wirklich fest, und willst es abmachen, draufdrücken und wieder lose. Diese ganz günstigen Sets haben zum Beispiel so eine Funktion auch nicht. Zusätzlich ist es auch so, dass diese Ratsche ist 72-fach verzahnt. Das heißt, du kannst wirklich in einem ganz kleinen Winkel weitermachen. Vielleicht mir fürs Mikro. Ja, und dadurch kannst du wirklich in sehr engen Bauraum trotzdem arbeiten. Viele andere haben es, dass sie einen sehr großen Radius haben und sehr viel weniger verzahnt sind, und dann hast du ein Problem. So, ich möchte euch nochmal zeigen, nochmal alles hier, so, fest, Klassiker, umdrehen. Immer noch fest.
Ja? Und genau das finde ich, das ist bei allen Kästen übrigens so, das finde ich super. Und die Einlagen hier, die sind übrigens nicht einfach irgendwie nur so gebaut, sondern die sind wirklich genau für diesen Werkzeugkasten gefräst. Und hier ist auch eine Kleinigkeit zum Beispiel, die ihr hier seht. Oben ist das dunkel, unten ist das blau. Dann siehst du auch noch viel mehr, wo etwas fehlt. Das finde ich wirklich gut. Bei den einfachen Kästen hast du häufig das, dass du das eben nicht siehst. Und hier siehst du sofort, ah, da fehlt entsprechend etwas. Und warum ist das für uns der Auszugskasten? Natürlich nicht nur zum Auszug, aber das ist doch ein wunderschöner Werkzeugkasten, den du deinem Kind geben kannst und sagen kannst, liebes Kind, ziehe hinaus ins Leben. Nein, also wenn jemand einfach das erste Mal zum Beispiel seine eigene Wohnung hat oder so, ist das ein wunderschönes Set, wo man erstmal so seine Wohnung, seine Möbel aufbauen kann und so weiter und so fort, ist damit erstmal grundausgestattet. Wir wollen uns aber nicht nur grundausstatten, sondern etwas mehr. Und deswegen gibt es hier das große Set für 229,99 € und noch ein Hinweis, alle diese Dinge hier findest du natürlich unten in der Videobeschreibung, da findest du wie immer den ehrlichen Preisvergleich. Hier haben wir jetzt das große Set mit einer Doppeleinlage. Das heißt, wir haben hier das hier, das ist normalerweise hier oben drauf. Und haben hier das ganze zweilagig. Ich zeige dir jetzt mal, was da alles drin ist. Als erstes, wir haben ein großes Maßband, 5 Meter. Dann haben wir eine kleine 30 cm Wasserwaage. Ein kompletter Satz in 6-Kant-Schlüssel von 1,5 bis 10. Hier eine Ratsche. Ihr kennt das. Wir können das hier natürlich auch umstellen. Rechtslauf, Linkslauf. Und das Ganze als 19er, 17er, 13er und 10er. Kennt ihr das? Bei billigen Ratschen ist es so, dass ihr immer so gefühlt 20 Grad erstmal machen müsst, um weiterzuarbeiten. Das Ganze hier ist 120-fach verzahnt bzw. 3 Grad und ihr könnt in so engen Bauräumen, ihr hört das jetzt, dann trotzdem arbeiten und müsst nicht hier euch in einen da abwürgen, sondern damit kannst du wirklich, wirklich überall arbeiten. Was darf nicht fehlen? Ein Hammer! Natürlich schockabsorbierend und aus Fiberglas. Dann hier ein 30-teiliges Bitset mit Bithalter. Zusätzlich haben wir noch für die schweren Arbeiten auch größere, hier zum Beispiel Torx bis zu Größe 60. Dann haben wir Nüsse von 4 bis 24, das ist schon eine beachtliche Größe. Zusätzlich haben wir hier zum Beispiel nochmal eine Verlängerung, eine lange Verlängerung, eine kurze Verlängerung, hier ein Eckstück und natürlich auch hier eine Ratsche, aber natürlich in einer wesentlich größeren Dimension als im Auszugset. Und das Ganze hier auch mit denselben Vorteilen drücken, machen, tun, fein verzahnen, 72 Zähne und so weiter. Kommen wir zur zweiten Einlage. Hier haben wir eine schöne Rohrzange, hier drauf drücken, verstellen, benutzen. Dann auch hier eine Kombizange und natürlich einen passenden Seitenschneider. Ein Cuttermesser. Und jetzt wird es schon ein bisschen verrückt, und zwar haben wir eine Taschenlampe. Ich kann die hier einfach einschalten und habe dann hier 60 Lumen, beziehungsweise beim zweiten hier, beim großen, habe ich hier 150 Lumen. Das Ganze natürlich fehlt in der Regel immer in einem Werkzeugkasten und das ist super, dass das dabei ist. Und die Helligkeit reicht völlig aus, um mal etwas, so einen engen Bauraum, irgendwas zu beleuchten, zu machen, zu tun. Natürlich ist das Ganze hier mit Akku drin, mit USB-Ladekabel auch mit dabei. Das finde ich echt super. Dann haben wir hier einen Schraubendreher für Bits. Dann haben wir hier massive Schraubendreher, auch sehr schön zu greifen, hier wunderbar gummiert. Und du kannst mit dem Schraubenschlüssel sogar nochmal nachgreifen. Wenn es mal ins Elektro geht, haben wir natürlich auch etwas dabei. Ihr kennt die Geräte, das Ganze natürlich VDE geprüft. Und als Letztes haben wir sogar noch einen Körner mit dabei, und zwar einen Automatikkörner. Echt mega. Und das macht das Ganze wirklich zu einem kompletten, runden Paket für 229. Ich muss sagen, ich hätte das System echt gerne gehabt. Damals hatte ich noch so viele Kram und Zeugs mit zusammengesucht hatte. Hier ein Set für 129,99 € für Leute, die wirklich viel schrauben müssen. Sehr speziell Nüsse ohne Ende. Schau mal hier vom 4er bis zum 32er auch abgestuft. Einmal hier am Rand entlang. Wahnsinn. Dann hier auch nochmal E6 bis E20 und dann die entsprechenden Schlüssel für die verschiedenen Größen. Natürlich alle, ja, wunderbar. Auch wirklich mit derselben Qualität hier zum Drücken. Sehr fein. Ja, gerastert, auch 72 Raster jeweils, auch bis zum kleinen, mit entsprechenden Verlängerungen und zusätzlich nochmal ein Bitsatz. Jetzt habt ihr gesehen, was alles so in den Koffern drin ist, und ich vermute mal, das hier ist der Verkaufsschlager für Familien, beziehungsweise für Familien, wo die Kinder langsam etwas älter werden. Nein, Spaß beiseite. Auch das kleine Set hier als Einsteiger finde ich wirklich toll. Es fällt halt nichts mehr in der Gegend rum, alles sortiert, alles an einem Platz und vor allem alles in einer Qualität, mit der man auch arbeiten kann. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, welche Boxensysteme, welche Koffersysteme euch fehlen oder ob ihr nochmal ganz andere wilde Zusammenstellungen haben wollt. Aber dann schreibt auch genau mal in die Kommentare rein, welche sind das denn? Für heute sage ich erstmal, muss das gewesen sein. Wir überlegen vielleicht mal selber, ob wir nochmal, was wir vielleicht noch machen. Und für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.